Dieser hohe Berg ist der Bjelašnica, weniger als 30 Kilometer von Sarajevo, der Hauptstadt Bosniens, entfernt. Zu den auf dem Bjelašnica verstreuten Dörfern führen weder Wegweiser noch Wege. In dieser Schneelandschaft sind die kleinen bosnischen Pferde das einzige Transportmittel. Eigentlich sollte das Kamerateam und die Ausrüstung mit einem Hubschrauber von einem unterhalb des Berges liegenden Hotel in ein 18 Kilometer entferntes Dorf transportiert werden. Aber starker Wind und Nebelschwaden verhinderten den Flug. Hier, die Schatten wurden immer länger, war die Kolonne mit der Ausrüstung bereits über 5 Stunden unterwegs. Kurz darauf ging die Sonne unter, aber ein Dorf war immer noch nicht in Sicht. Erst nach mehr als 8 Stunden Strapazen in bitterer Kälte, Schnee und Eis wurde die Zwischenstation, das Dorf Brda, erreicht. Das eigentliche Ziel, das Dorf Umoljani, lag noch einmal 2 Stunden Fußmarsch entfernt. Am nächsten Morgen wurde die Reise fortgesetzt. An diesem Tag zeigte der Berg seine Erbarmungslosigkeit. Ein Schneesturm brach plötzlich mit Heftigkeit los. Über diesen Bergkamm musste die Kolonne hinweg. Kaum geschafft, blieben die Pferde in tiefen Schneewehen stecken. Die Reise wurde zum Kampf gegen die Natur. Hier musste die Kolonne schnellstens weg, denn unter dem Gewicht von Menschen und Tieren drohte die Schneewehe zu einer Lawine zu werden. Die Ausrüstung wurde abgeladen. Und jeder im Team trug seinen Teil auf den Berg. Der eigentliche Grund für diese Reise liegt einige Monate zurück. Die Lebensweise der hier ansässigen muslimischen Menschen, die auf diesem rauen Berg unter extremen Bedingungen leben, eine 8-monatige Winterzeit und ein sehr kurzer, mit schwerer Arbeit erfüllter Sommer, bieten den jungen Dorfbewohnern nur wenig Gelegenheit, einen Partner fürs Leben zu finden. Seit jeher wird dafür am letzten Wochenende im Juli, unterhalb des höchsten Berggipfels, ein gemeinsames Fest aller Dorfbewohner veranstaltet. Eigentlich ist dieses Volksfest mehr ein Heiratsmarkt. Denn an diesem Tag sieht man nicht nur Verwandte, sondern man trifft die heiratsfähigen Mädchen aus den anderen Dörfern. Sie alle halten Ausschau nach jungen Männern, denn nur im Winter ist Zeit für eine Heirat. Das entscheidende Wort aber haben immer noch die Väter. Im Beisein des Dorfältesten werden bereits erste Verhandlungen geführt. Obwohl sie keinen Beruf haben, zeigen diese Mädchen, was sie besitzen. Dukatenreihen und Schorwanen, Silbergurtel. Sie zeigen aber auch, was sie können. Die Trachten sind selbst gefertigt. Dies allein zählt auf dem Bjelašnica. Spätestens beim Tanzreigen stellt man fest, dass die angehende Braut auch kräftige Hände hat. Eine Voraussetzung für die später zu leistende sehr harte Arbeit im Dorf. Trotz strenger Bewachung durch die Familie wird oft aus diesem Gewühl heraus ein Mädchen sofort entführt. Natürlich mit dessen Einverständnis. So kann es dann schon bei der noch anstehenden Ernte kräftig mit zupacken. Nach einer gelungenen Entführung erschallt der Gesang der Entführer über die Bergspitzen des Bjelašnica hinaus. Ein junges Paar aus dem Dorf Umoljani beschloss während des Volksfestes, im kommenden Januar zu heiraten. Der Dorfälteste lud uns dazu ein, diese Heirat zu filmen. Das Dorf Umoljani, Anfang Januar dieses Jahres. Schneesturm und Kälte von minus 20 Grad haben die Wölfe aus den höheren Regionen vertrieben. Auf der Suche nach Nahrung schlichen sie um das Dorf herum. Das Dorf selbst schien wie ausgestorben, aber die Einladung vom Sommer war nicht vergessen.
Nur hatte inzwischen einer für Aufregung gesorgt. Der Dorfmuezzin hatte das Gerücht verbreitet, wonach alle Frauen, die sich filmen lassen, in Deutschland gezeigt würden, wie sie nackt auf Kühen ritten. Diese Frauen hier liefen zwar nicht weg, aber ihre Blicke verrieten, dass das Kamerateam im Dorf unerwünscht war. Erst am nächsten Tag gelang es, etwas mehr von der täglichen Arbeit im Dorf zu filmen. Ansprechbar war jedoch niemand. Während das Team die Kühe auf dem Weg zur Wassertränke filmte, wurden zähe Verhandlungen mit den Männern des Dorfes geführt. Viele waren gegen die Dreharbeiten. Ihr Argument, man würde sie ihres Kulturgutes berauben. Somit durfte auch die geplante Heirat nicht mehr gefilmt werden. Der Dorfälteste, Bego Bandic, verlegte schließlich die Dreharbeiten in sein Haus, da auch seine Tochter Selma in einigen Tagen heiraten sollte. Kurze Zeit später lud er alle Männer zu einem Cielo, einem geselligen Beisammensein. Die Frauen und Jugendlichen hingegen sollten ein Cielo bei seinem zukünftigen Schwiegersohn Alia veranstalten. Ein Cielo hat ganz besondere gesellschaftliche Funktionen. Da wird aus dem Vollen geschöpft, Gastfreundschaft ganz groß geschrieben. Fleisch und Käse für die Männer, Kaffee für die Frauen. Den Mädchen genügt eine Handarbeit und einmal ungestört von den Vätern singen und spielen zu können. Wie viele Männer habe ich überlistet, die hinter mir her waren? Es sind über 20 gewesen in den letzten 3,5 Jahren. Auf diesen herausfordernden Gesang antworten die jungen Männer prompt. Mein Kleines, eines will ich dir sagen, vor Entführung hilft keine List. Morgen wird deine Mutter klagen, weil du meine Frau geworden bist. Bei dem Cielo dürfen die Männer den Mädchen auch gegenüber sitzen. Aber die Hausherrin bestimmt die Spielregeln. Geht weg von den Mädchen, geht nicht so nah ran. Aber wir tun ihnen doch nichts. Das weiß ich nicht. Ich passe lieber auf. So hat das Cielo eine ähnliche Funktion wie das Sommerfest. Das Volksfest ist die einzige Möglichkeit für die Mädchen, Kontakt zu Männern zu bekommen. Die Männer können bei dem Cielo noch auf Frauensuche gehen. Das ist nun mal unsere Tradition. Es ist so, nach unserer Sitte kann ein Mann mit mehreren Mädchen befreundet sein. Mein bester Freund sogar dasselbe Mädchen zur Freundin haben wie ich, ohne Ärger oder Konsequenzen. Später, wenn man sich einen zum Heiraten ausgesucht hat, lässt man die anderen fallen. Wenn man sich ein Mädchen zum Heiraten ausgesucht hat, was passiert dann? Wie geht man weiter vor? Wenn ein Mann ein Weib, ein Mädchen ausgesucht hat, versucht man sich mit ihr zu verloben. Man verlangt ein Schmuckstück als Pfand von dem Mädchen und gleichzeitig gibt der Mann etwas Wertvolles her. Das ist dann die Garantie für die Heirat. Danach versammelt man eine Hochzeitsgesellschaft und holt die Braut offiziell von zu Hause ab. Weigert sie sich, wird sie von einigen Männern entführt. Wer wählt denn? Der Mann die Frau oder die Frau den Mann? Wer wählt denn? Der Mann die Frau oder die Frau den Mann? Hauptsächlich wählen die Männer ihre Partnerin. So ist es heute im Dorf. Sie haben nun mal die größeren Vorteile. Allein dadurch, dass sie die Schule besuchen oder in der Stadt leben und arbeiten, haben sie mehr Vorteile.
Haben denn die Mädchen auch Möglichkeiten, einen Mann wählen zu können? Nun ja, die Mädchen haben auch die Möglichkeit zu wählen. Sie nehmen auch nicht jeden. Frauen haben es hier sehr schwer. Ich arbeite zum Beispiel in einer Holzfabrik für Sarajevo. Ich habe nur die Grundschule besucht und weil die Lebensbedingungen hier so schlecht sind, habe ich versucht, eine weiterführende Schule zu besuchen. Das hat leider nicht geklappt. Vor 4 Jahren bekam ich meine Arbeit. Ob sie schwer oder leicht ist, interessiert niemanden. Ich möchte nie wieder im Dorf leben. Welche Beschäftigungschancen haben die Mädchen, wenn sie vom Dorf in die Stadt kommen? Eine Chance hat man schon, nur welche Arbeit und um welchen Preis? Ich will nicht in die Stadt. Haben Sie mit Ihren Eltern darüber gesprochen, in die Stadt zu gehen und dort zu leben? Ich will lieber hier bleiben. Meine Eltern überlegen noch. Sie werden darüber entscheiden, genau wie über die Frage, wen und wann ich heiraten darf. Ich will nicht in die Stadt. Ich liebe das Leben hier in den Bergen. Ich liebe es überhaupt nicht. Morgens direkt nach dem Aufstehen schon Hausarbeit. Da muss ich in den Stall die Schafe füttern. Danach strecke ich bis Mittag. Dann wieder in den Stall und wieder arbeiten im Haus. Und abends zum 3. Mal in den Stall. Dir gefällt das Leben hier also nicht? Nein, es gefällt mir nicht, aber ich muss so leben. Selbst in der Liebe haben es die jungen Menschen auf dem Jelasnica schwer. Bei diesem Gurtspiel erkennt man sofort, wer sich gern hat. Gegenseitig nennen die Liebenden ihren Namen so lange, bis sie die Schmerzen der Schläge nicht mehr aushalten. Erst dann wird ein anderer Name aus dem Kreis genannt. Wenn das Cielo beendet ist, müssen sich die Paare trennen. Die Sitten hier sind streng. Wird ein Mädchen mit einem Mann allein angetroffen, selbst in einer völlig harmlosen Situation, würde es keiner mehr heiraten wollen. Solche Sachen sprechen sich im Dorf sehr schnell herum. Selma Bandic war dem Cielo ferngeblieben. Da sie bald heiratet, wollte sie keinen Anlass mehr zu einem Dorfgespräch bieten. Die letzten Tage im Elternhaus sind mit Arbeit ausgefüllt. Die Mutter ordnet die täglichen Aufgaben an. So, jetzt geh und hole das Wasser. Dann musst du in den Stall und die Tiere füttern und zur Tränke treiben. Wenn du damit fertig bist, gehe mit den anderen ins Sommerdorf und versorge die Schafe. Gut, Mutter, aber es ist sehr kalt draußen. Wenn dir kalt ist, dann zieh dich warm an, nimm Stricknadel mit und stricke unterwegs, solange du kannst. Es wird kaum gehen, Mutter, es ist zu kalt. So und nicht anders vergehen die Tage bei Selma Bandic. Das Wasser holen, Kaffee kochen, die Tiere versorgen, den Stall ausmisten, Holz hacken. Aber sie klagt nicht über ihr Leben, sie kennt es nicht anders. Zur Rolle der Frau hier sagt sie auch nichts. Ihr Vater erklärt es bei einem Gespräch. Das sagt uns unsere Religion. Ein gerade geborener Mann ist immer älter als eine Frau von 90 Jahren. Damit meint er die aus der islamischen Tradition geborene Rangordnung innerhalb der Familie. Während die Männer sitzen, stehen die Frauen und bedienen. Im Winter verrichten die Männer nur selten schwere Arbeiten. Sogenannte Frauenarbeit ist für sie unter ihrer Würde. Nur die Älteren sind bereit, leichte Tätigkeiten auszuüben, wie Wolle spinnen, Holz hacken oder Tiere füttern. Den Stall ausmisten müssen immer die Frauen. Die Männer bestimmen, was Männerarbeit ist und was nicht. Die Wolle auf diese Art zu spinnen, ist Männerarbeit. Das machen Frauen nicht. Die stricken lieber. Wir nehmen doch keine Stricknadel in die Hand. Einige kunstfertige Mädchen werden von den Haus- und Stallarbeiten befreit. Sie sitzen am Webstuhl und produzieren Stoffe für den eigenen Bedarf. Diese Fertigkeit stirbt jedoch allmählich im Dorf aus. Immer mehr Leute tragen fertige Kleidung aus der Stadt.
Es ist Nachmittag. Die Mädchen müssen nach der Schule im Haushalt helfen. Die Jungs gehen ihrem Vergnügen nach. In Umayyani hat sich seit Jahrhunderten kaum etwas verändert. Seit 3 Jahren gibt es 2 elektrischen Strom, aber damit hört es auch auf. Das Plumpsklo stand schon immer über dem Bach. Ein Nachbar musste von den Hirtenhütten oben auf dem Berg Heu für sein Vieh holen. Selbstverständlich helfen alle Männer mit ihren Pferden. Nach getaner Arbeit werden dann alle zum Essen eingeladen. Sie besprechen dabei wichtige Angelegenheiten des Dorfes. Die Frauen kochen das Essen, aber dem Gespräch müssen sie fernbleiben. Für die Männerrunde ist auch Selmas Hochzeit eine rein geschäftliche Angelegenheit. Durch die alten Sitten, eine Folge der früheren Mädchenentführungen, sind die Familien durch die Heirat zunächst einmal verfeindet. Bei Verhandlungen über die finanziellen Abfindungen der Bräute, in Anwesenheit der Dorfmitglieder, kommen sich die Väter näher und besprechen ein Aussöhnungsfest im Sommer. Erst dann wird eine gemeinsame Hochzeitsfeier veranstaltet. Über die Aussteuer und alle anderen materiellen Werte wird dann in einem erweiterten Familienkreis verhandelt. Große Familienrunde, einen Tag vor der Heirat. Selma Bandic und Alia Treschenjo wollten am 10. Januar heiraten. Die Eltern waren einverstanden. Jetzt war es an der Zeit, die Einzelheiten zu besprechen. Welchen Teil des Hauses das junge Paar bewohnen wird, wie viele Pferde Selmas Aussteuer transportieren und vieles anderes. Bei diesen Verhandlungen wurden Selmas Eltern durch Verwandte vertreten, weil sie seit der Bekanntgabe des Hochzeitstermins das Haus des Bräutigams nicht mehr betreten dürfen. Erst nach dem Aussöhnungsfest im Sommer werden sie ihre Tochter im neuen Heim besuchen können. Früher vergingen sogar 1 bis 2 Jahre, bis die Eltern eines Mädchens das Haus des Schwiegersohns betreten durften. Bei diesem Gespräch wurden Erinnerungen an eigene Heiraten. Ich war Brautführer bei deiner Hochzeit. Du warst eine ganz schlimme. Du wolltest mir weglaufen, aber ich habe dich schnell gefunden und zu uns zurückgebracht. Früher waren die Sitten strenger als heute. Es gab irgendwie mehr Anstand. Die Menschen schämten sich mehr, aber vieles ist unverändert geblieben. Unverändert ist dies. Die Mutter gibt ihr Ratschläge mit auf den Weg. Mein Kind, sei gehorsam und tue alles, was dir die Alten sagen und nicht das, was du meinst, tun zu müssen. Geh nicht unnötig aus im Dorf und höre nicht auf den Klatsch, sondern mache nur deine Arbeit. Versorge das Vieh und mache deine Hausarbeit ordentlich. Höre nur auf das, was deine neue Familie sagt und lass nicht zu, dass du ins Gerede kommst. Als mein Mann mit der Hochzeitsgesellschaft ankam, um mich zu holen, wollte ich alle überlisten. Ich sagte damals, der Weg wäre mir zu weit und ich könnte nicht so lange laufen. Aber sie waren noch schlauer und erklärten, sie hätten vor dem Dorf eine Trage hinterlassen. Ich ging dann mit. Als ich keine Trage sah, wollte ich weglaufen, aber es war zu spät. Ich ließ meinen Mann fast 3 Jahre zappeln. Als ich ihm dann die Heirat versprochen hatte, kam er bereits am nächsten Tag mit 30 Leuten zu Fuß aus Umayyani. Zu Fuß kamen auch die Verwandten und Freunde von Alia zu Selma. Nach dem Brauch musste sie der Brautführer 3-mal umdrehen, damit sie den Weg nach Hause vergisst und nicht mehr weglaufen kann. Jetzt sehen wir, wo ihr seid,
Nach altem Brauch wird der Braut mitten im Dorf ein behindertes Kind zum Segen gebracht. Selma, wann wird dieses Kind gesund? Wenn Gott will, noch bevor ich das neue Haus betrete. Amen in Gottes Namen. Als ich mit dem Hochzeitszug im Dorf ankam, waren alle versammelt. Ich glaubte, in eine andere Welt gekommen zu sein. Im Haus wurde ich direkt in einem Zimmer hinter einem Vorhang geführt. Dort waren viele kleine Kinder versammelt. Ich fragte die Brautführerin, warum ich hinter dem Vorhang stehen müsste. Sie sagte, das sei so Sitte im Dorf. Die Braut dürfe nicht ständig von allen gesehen werden. Das ganze Dorf war vor dem Vorhang versammelt und ich stand plötzlich allein dahinter. Die Hochzeitsgesellschaft wird von den Eltern des Bräutigams begrüßt. Selma erhält Brot und Salz und einen Holzlöffel voll Butter. Die Butter wird auf das Dach geworfen, damit dem Haus Reichtum beschert sei. Die Schwiegermutter muss dann den Löffel über das Dach werfen, damit die Wünsche auch in Erfüllung gehen. Die erste Verbeugung vor dem neuen Herrn und Gebieter. Ich ließ alles über mich ergehen. Ich dachte nur, lieber Gott, wie bist du hierher gekommen? Doch mein Mann gefiel mir sehr. Immer wenn er durch die Tür hereinkam, wurde mir irgendwie leichter. Als er dann wieder hinausging, verzweifelte ich fast unter diesen mir noch unbekannten Menschen. Im Haus wurde Selma dann den anwesenden Familienmitgliedern verschleiert vorgeführt. Denn bei der Entschleierung werden Freunde und Verwandte kräftig zur Kasse gebeten. Früher trugen die Frauen immer den Schleier. Man hat den Ritus beibehalten, um das Brautgeld zu bekommen. Der Gesang der Mädchengruppe muss ebenfalls bezahlt werden. Nach dieser Zeremonie wird Selma erneut den Blicken der Anwesenden durch den Vorhang entzogen. Mein Mann war bei der Zeremonie damals gar nicht dabei. Er war bei einem Cielo. Spätabends wurde ich ins Djerdek, das Schlafgemach der Bräute, geführt. Dort wartete ich mit meiner Tante. Dann kam ein Mann in Begleitung des Dorfmuezzins. Dieser erklärte uns, was zu tun sei. Er verabschiedete sich mit meiner Tante von uns mit allen Glückwünschen und gab uns den Segen. Dann waren wir allein. Gegen 4 Uhr morgens klopfte es an der Tür. Die Schwiegermutter stand vor der Tür mit einer Wasserkanne. Sie sagte, steh auf, es ist Zeit zum Aufstehen. Ich nahm die Kanne mit ins Zimmer. Als sie weg war, zogen wir uns an und gingen nach unten. Ich musste mit dem Brautführer zur Wasserstelle auf dem Dorfplatz. Dort wäscht man sich nicht richtig, sondern tut nur so, weil es der Brauch verlangt.
Selma musste zwar nicht um 4 Uhr aufstehen, aber nach dem Brauch ging auch sie mit dem Brautführer zur Wasserstelle. Der zweite Tag in der neuen Familie begann auch für Selma früh, aber das war nichts Ungewöhnliches für sie. Unseren Versuch, mit ihr und ihrem Mann ein Gespräch zu führen, verhinderte der Schwiegervater. Er sagte, die Frauen hätten hier nichts zu sagen. Sein Sohn sei zwar jetzt verheiratet, aber ein richtiger Mann und Hausherr sei er erst nach seiner Militärzeit. Die Schwiegermutter erläuterte Selma ohne Umschweife, wie sie sich zu verhalten hätte. Ich bin deine Schwiegermutter und du hast zu gehorchen. Du sollst glücklich sein und wenn du gehorchst, dann ist alles in Ordnung. Du musst deine Schwiegermutter achten, aber deinen Mann auch. Drei Tage später. Sonnenaufgang über Umoljani. Selma ist mit ihrer Schwägerin auf dem täglichen Weg zur Arbeit im Stall. Die Heirat war für sie nur eine kurze Arbeitsunterbrechung, verbunden mit einem Ortswechsel. Sie lebt jetzt in einem anderen Haus, hat praktisch damit einen neuen Arbeitgeber und Ernährer. Die täglichen Pflichten sind fast unverändert geblieben. Vielleicht wird die Arbeit im Stall jetzt etwas erträglicher für sie, denn sie teilt sie nun mit zwei Schwägerinnen. In ihrem Elternhaus musste sie alles alleine machen. Selma, du bist seit drei Tagen verheiratet. Wie verläuft jetzt dein Leben? Nun, wenn ich aufgestanden bin, koche ich zuerst einmal den Kaffee für die Schwiegereltern. Dann gehe ich in den Stall und versorge die Tiere. Anschließend arbeite ich im Haus, räume die Zimmer auf, koche Kaffee für die Gäste und so geht es den ganzen Tag weiter. Hat sich deine Situation verbessert oder verschlechtert? Das Leben ist gleich geblieben. Ich muss so leben und mich den Sitten und Bräuchen des Dorfes unterwerfen. So haben es die Mädchen vor mir gemacht und so werden es die nach mir auch machen. Es ist so. Es ist zur Sitte in diesem Dorf. Ich kenne keine andere Möglichkeit, als auf diese Art zu leben. Würdest du in der Stadt leben wollen? Ich weiß es nicht. Wenn ich wüsste, es ist in der Stadt besser, dann bestimmt. Ein neuer Schneesturm kündigt sich an. Auf seinem Weg hat er schon die Stromleitung unterbrochen. Umoljani versinkt in seinen mittelalterlichen Schlaf.